Grüne Köstlichkeiten in der Anteringer Au. Der klebrige Salbei-Waratester. Den kann man so, wie er ist, kann man direkt essen. Ah, echt? Ja. Tierische Entdeckungen in der Weitwörter Au. Und unterwegs mit einer frisch gebackenen Triebfahrzeugführerin. Das ist halt wieder meine Herausforderung. Also, das kann man nur empfehlen. Im Sommer gibt es sie ja laufend, diese Tage, an denen man einfach nur raus will aus der Hitze und aus der Hektik. Ich zeige euch heute eine erfrischende Alternative zu Freibad und See. Ich plane den Ausflug ganz entspannt mit dem Zug. Es geht raus aus dem Trubel am Salzburger Hauptbahnhof rein in die Natur in Richtung Flachgau. Die Salzburger Lokalbahn bringt mich direkt an sehr sehenswerte Plätze. Erster Programmpunkt, die Anteringer Au. Am Bahnhof Antering ausgestiegen, steht man im Grunde am Eingang zur Au. Ich bin heute mit Sophie Winkler verabredet. Ah, hallo Sophie! Die Sophie ist Kräuterpädagogin und kennt die Au in- und auswendig. Sie bietet auch regelmäßig geführte Kräuterwanderungen und Spaziergänge an. Ja, du zeigst mir heute ein bisschen diesen schönen Ort. Ganz genau, ja. Ich zeige dir meine feinsten Plätzchen, die ich da schon gefunden habe in der Au. Ich bin ja selber auch voll gern da. Mhm. Also, wie oft kommst du? Ja, ich bin voll gern da, einfach weil es ein toller Erholungsort ist und voll gern am Wochenende. Und natürlich einerseits mit den Kräuterwanderungen und sonst aber auch voll gern privat. Genau. Die Sophie findet an jeder Ecke so unterschätzte Köstlichkeiten. Schau, da ist eigentlich eh schon das Erste. Schau, wie cool. Der klebrige Salbei-Waratester. Mhm. Den kann man so, wie er ist, kann man direkt essen. Ah, echt? Ja. Mhm. Ja, mhm. Was sagst du? Voll spannend. Zuerst so süß und dann wird es aber irgendwie scharf. Ja, so ein bisschen her, bis das ist ja bei den Wildkräutern ganz oft. Mhm. Ja. Wo aber würdest du das verwenden, zum Beispiel in der Küche? Ja, also eben, wir machen uns jetzt dann ja auch noch einen Snack, wo wir das direkt verkosten, was wir gefunden haben. Da machen wir uns ein bisschen so einen Topfenaufstrich. Ah, cool. Und da passt das natürlich perfekt dazu. Genau. Das heißt, wir sammeln da jetzt auch gleich richtig, oder? Ja, genau, da nehmen wir uns gleich was mit, damit wir nachher genug haben. Das heißt, die kommt da jetzt auch noch zu einer Jausen, oder wie? Ja, jetzt musst du ein bisschen arbeiten, musst du auch noch. Cool. Ich muss gerne mal probieren. Ja. Kann man gar nicht aufhören, gell? Die Natur ist so schön unberührt und manche Pflanzen ziehen uns direkt mit ihrem Duft an. Die Rossminze da, die ist voll super, weil die kann man einfach ins Wasser reinlegen, so wie sie ist. Ach, herrlich frisch ist das. Da hat es gleich ein super Aroma. Da, schau mal, da ist zum Beispiel voll viel Brennnessel. Genau, und dann muss man es einfach ein bisschen wurzeln und dann kann man das eigentlich direkt so, wie sie ist, wissen. Perfekt. Schmeckt leicht nussig. Ich finde es super. Scharf. Rossminze, Brennnessel und. Jetzt aber mal zu einem Lieblingsplatzerl von der Sophie. Da komme ich auch voll gern her, mit, eben, wenn wir gerade eine Wanderung machen. Vielleicht sitzen wir uns da her und dann machen wir unsere kleine Jause und verkosten wir, was wir alles gefunden haben. Ja, das ist ja nett. Klingt gut, oder? Machen wir das. Schau her, da schneiden wir uns jetzt. Da schneiden wir uns jetzt das, was wir gefunden haben, so ein bisschen zusammen. Super, okay. Darf ich das, würde ich das einmal ja, aufmachen? Genau, kannst du mal einen Deckel übernehmen. Na fein, da hast du schon was vorbereitet. Ja, einfach ein bisschen Topf und einen Sauerrahm, Salz, Pfeffer, genau. Die Kräuterspaziergänge mit der Sophie sind vom Land Salzburg als Green Event zertifiziert. Damit wird hervorgehoben, dass die Veranstaltung besonders nachhaltig organisiert und umgesetzt wird. Wie hat die diese Leidenschaft gepackt rund um die Kräuter? Ja, also bei mir war das eigentlich die Faszination an der Natur, die war alle schon da. Und irgendwie habe ich dann mitgekriegt, dass es halt eine Ausbildung wirklich gibt zur Kräuterpädagogin. Und dann war das für mich eigentlich ein klarer Fall, dass ich das machen muss. Und genau, dann nach der Ausbildung habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt muss ich das Wissen schon irgendwie weitergeben. Und eben in Form von diesen Kräuterspaziergängen und Workshops, genau. Wer seine Kräutertour mit der Sophie Winkler mal erleben will, findet alle Infos auf ihrer Homepage oder beim Tourismusverband Antering. Jetzt kriege ich da noch so eine gute Jause von dir, damit auf das war ich gar nicht eingestellt. Voll nett, vielen Dank Sophie, überhaupt, dass du Zeit genommen hast. Voll gern, hat mich wirklich gefreut. Es ist immer ein Erlebnis zu erinnern, man kann einfach total viel entdecken und ich finde es toll, einfach immer aus daher zu kommen.
Und von einer Leidenschaft geht's zur nächsten. Wir besuchen heute auf meinem Trip durch den Flachgau mit der Salzburger Lokalbahn nur eine Triebfahrzeugführerin. Da darf man auch vorne in der Lok mitfahren. Das ist die Viktoria Strumecker. Die hat aber erst ein bisschen später Dienstbeginn und darum machen wir noch einen Abstecher in die Weitwörterau. Wieder so ein Ausflugsziel wie im Bilderbuch. Da geht's drei Stationen weiter mit der Lokalbahn. Vom Bahnhof Weitwörth-Nussdorf sind es 10 Minuten sowas zu Fuß in die Au. Das hat was echt Geheimnisvolles da. Die Salzachauen sind über mehrere Jahre renaturiert worden. Das heißt, dass Eingriffe von uns Menschen wieder sowas wie rückgebaut und in einen möglichst ursprünglichen Zustand gebracht werden. Möglich gemacht hat das ein EU-Projekt. Da am Ausee in der Weitwörterau zum Beispiel sind die Ufer abgeflacht worden. Da fühlen sich jetzt wieder viel mehr Tiere wohl, können wieder brüten. Die Pflanzenvielfalt ist mehr geworden. Viele tausend für Auen typische Bäume sind neu gepflanzt worden. Die Au ist größtenteils barrierefrei und es gibt Spannendes zu lesen. Entlang dieses Weges da durch die Au sind lauter so nette Infotafeln angebracht. Die sind voll bunt und lebendig. In dem Fall zum Beispiel geht es um den Kindergarten unter Wasser. Ich finde, das ist sehr gelungen und sehr durchdacht gemacht. Und das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall die Kinder mit. Ein Geheimtipp, auch in der kalten Jahreszeit ist die Weitwörterau einen Spaziergang wert. Da kann man am besten die Werke von Bibern sehen. Ja, Zeit konnte man da viel verbringen, aber jetzt ist gleich Dienstbeginn der Triebfahrzeugführerin, die ich begleiten darf. Die Chance in der Lok fahren, mitzufahren, will ich nicht verpassen. Also zurück zur Lokalbahn. Hallo Viktoria. Hallo Elisabeth. Du nimmst mich heute mit nach Salzburg, ja? Ja, gerne. Einfach einer mit dir. Ja, cool, danke. Viktoria Strumecker war einige Jahre Modeverkäuferin und hat vor nicht ganz einem Jahr als Schaffnerin begonnen. Seit fast 2 Monaten jetzt ist sie Triebfahrzeugführerin. Als Dreifachmama hat sie geschätzt, dass die Zeit der Ausbildung so kompakt war und kostenlos. 3 Monate Theorie, da geht man auch die Wegen, das Technische alles durch, Signale natürlich auch, dann die Betriebsvorschrift. Und dann hat man 1 Monat Praxis nach der positiv abgeschlossenen theoretischen Prüfung. Und dann eben die praktische Prüfung nachher noch. Das ist überschaubar, oder? Ist überschaubar, ja. Also die 4 Monate vergehen ja nicht so schnell. Also das übersieht man eigentlich dann. Mhm. Und dann ist man schon fertig. Also dann darf man schon auf die Strecken übergehen. Mit ihrem Familienleben kann Viktoria ihren Job als Lokführerin gut vereinbaren. Weil entweder wir haben Frühschichten, wo wir relativ früh anfangen. Dafür hört man Mittag auf. Mhm. Also es ist optimal, weil da haben wir den ganzen Nachmittag dann noch. Okay. Oder man hat eben Spätdienst, wo man Haushalt dann macht, wenn die Kinder unterbracht sind in der Schule und im Kindergarten. Also es bleibt auch Freizeit nachher natürlich auch für mich. Ein paar Stunden dann. Und welche Voraussetzungen wären gut, wenn jemand mitbringt, der sich für diesen Job interessiert? Wem würdest du das empfehlen? Ja, ich würde es vielleicht sogar mehr Mütter einfach einführen, weil es eine Herausforderung ist. Einfach auch allgemein für Frauen und alle, was sie verändern wollen, weil es ist wieder was zum Neulernen, auch für den Kopf natürlich auch. Und ihre Motivation einfach. Also die Leidenschaft natürlich noch auch für die Menschen, für die Vorzeige. Also das wird sie dann schon als Voraussetzung sehen. So, wieder mal richtig coole Dinge in Salzburg erleben und spannende Menschen treffen. Check. Jetzt habe ich wieder was zum Erzählen und mache mich auf den Weg heim. Na dann schmeiße ich mich wieder in den Trubel nach einer entspannten Fahrt ins Grüne mit der Salzburger Lokalbahn.